Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyrils Brettspiele. Mein Name ist Nils und heute sprechen wir über das Hadal-Projekt Time Stories Revolution. Ja, das Ganze hier in Deutschland auch von Asmodee oder aber auch Space Cowboys. Ihr seht, ich habe auch die Experience Box dazu hier. Die stelle ich durchaus mal hier hin. Und dann habt ihr die auch schon mal im Blick. Wobei, ich sehe gerade, die ist nicht hoch genug. Vielleicht so besser oder vielleicht lege ich noch ein Spiel unter. Dann kommt es immer höher. So, also lass uns über Time Stories Revolution sprechen. Denn im Grunde ist Time Stories Revolution sozusagen der zweite Aufguss von Time Stories. Kennt ihr Time Stories? Ich weiß es nicht. Also ich kannte Time Stories vorher nur so vom Zusehen. Ich habe selber nie gespielt. Ich habe hiermit das erste Mal versucht, Time Stories zu spielen, weil ja alle darüber auch sprechen und es auch viele gut finden. Aber es gibt inzwischen natürlich ganz, ganz viele Nachmacherprodukte im Grunde. Wobei Time Stories auch nicht das erste war, also will ich gar nicht von Nachmacherprojekten sprechen. Im Grunde ist das Ganze ja so ein bisschen auf wirklich Sparflamme, so eine Art Home-Exit-Room, aber wirklich auf Sparflamme kann man das hier nennen. Also die Rätsel, die ich jetzt bis jetzt gemerkt habe, sind nicht irgendwie sonderlich anspruchsvoll oder der Fokus ist nicht auf Rätseln, sondern eigentlich eher darauf, die Story durchzuarbeiten. Und da muss ich sagen, boah, direkt raus am Anfang, mich hat es irgendwie nicht abgeholt. Wir haben es auch ehrlich gesagt sogar nach Dreiviertel, würde ich sagen, abgebrochen, weil mich hat die Story jetzt nicht unbedingt abgeholt. Ich fand es irgendwie ein bisschen, ja, sehr zufällig. Man hat zwar mal diesen Zeitdruck gespürt und bei Time Stories ist ja die Idee, dass man quasi als Zeitagent immer wieder das gleiche spielt, so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier und sich dann aber als auf der Metaebene als Spieler merkt, was vorher passiert ist. Also ein kleines Beispiel, man ist in einem Haus und die Haustür ist verschlossen und man muss aus diesem Haus rauskommen und wo liegt jetzt der Schlüssel? Und dazu muss man erst mit dem Butler sprechen, der einem dann sagt, das liegt im Schreibtisch, aber um den Schreibtisch zu öffnen, brauche ich noch einen Schlüssel. Den Schlüssel wiederum hat der Hausbesitzer, der ist aber gefangen unten im Keller und der gibt ihm einen nur raus, wenn man aus der Küche das Stück Kuchen holt. Also muss man wissen jetzt, weil man nicht genug Zeit hat, das alles ständig zu durchsuchen, darum auch Time Stories. Man geht als allererstes in die Küche, besticht die Köchin mit irgendwas, was weiß ich, mit einer Blume oder so. Die gibt einem dann ein Stück Kuchen, damit geht man in den Keller. Im Keller ist der eingesperrte Hausherr, der gibt den Kuchen gegen den Kuchen, weil er endlich was zu essen kriegt, den Schlüssel für den Schreibtisch. Den Schlüssel für den Schreibtisch nimmt man dann, um den Schlüssel für die Haustür zu finden. Und das Ganze hat man nur ungefähr 6 Aktionen für so ungefähr. Und man muss es auch in der Reihenfolge machen. So ungefähr ist das Spielprinzip von Time Stories. Und man spielt es immer und immer wieder, bis man immer wieder scheitert, weil man einfach keine Zeit mehr hat und dann sozusagen in der Zeit zurückgerissen wird und neu spielt. Mich macht das ganze System nicht an. Einfach, weil es so redundant ist, man spielt immer wieder das Gleiche und es ist im Grunde wie so ein Computerspiel für mich, wo man einfach einen schweren Bosskampf hat am Ende und man speichert 42 Mal ab, um dann zu wissen, wenn man einen Schritt vorgeht, kommt der nur in Schussreichweite und ich kann ihn danach erschießen, gehe ich 2 vor, kommt er an mich ran und schlägt mich tot. So, also beim ersten Mal nur einen. Da habe ich aber gemerkt, wenn ich einen vorgehe, da kommt noch der zweite Boss und das ist gar nicht der richtige Boss. Jetzt schlägt der mich immer tot. Jetzt muss ich also erst zurückgehen, damit erst der rankommt, ohne dass der ran. Ihr seht, das alles, das finde ich, ist nicht ein tolles Spielprinzip, was mich glücklich macht. Und deswegen bin ich persönlich mit Time Stories Revolution nie wirklich warm geworden und kann dann auch kaum noch ernsthaft objektiv darüber reden. Denn wenn man so etwas nicht mag, dann ist man eigentlich von dem ganzen Spielprinzip halbwegs abgetürnt und ich glaube, dann verbietet sich hier eine objektive Meinung. Nichtsdestotrotz habe ich die ja jetzt damit gegeben, das ist absolut nicht mein, wie sagt man im Englischen so schön, Cup of Tea ist, das ist absolut nicht mein Spiel. Da spiele ich dann lieber eher ein echtes Rätselspiel, was so ist, dass es genau auf meinem Level ist. Und da gibt es ja genug Hidden Games, Hidden Secrets, Secret Games, Exit Games etc. in dieser Richtung, dass man da nicht wirklich suchen muss. Ja,
So habe ich das Hadal-Projekt Time Stories Revolution gesehen. Ich weiß, es gibt viele Fans draußen. Ich bin keiner davon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Nils. Tschüss.